aufzeichnen. Genau, das läuft. Also, Impuls zu endlichen Automaten. Ich gehe noch mal ganz kurz zurück zu den Grammatiken. Das war ja sozusagen Bestandteil des ersten Blattes. Da haben wir uns ja mit Grammatiken und endlichen und regulären Ausdrücken auseinandergesetzt. Und die Grammatiken, das ist sowas, ich habe das mal so genannt, erzeugendes System. Ja, das heißt, mit Grammatiken können wir einzelne Wörter erzeugen und sozusagen die Menge aller erzeugbaren Wörter, die bildet eine Sprache, sodass wir sozusagen auch die von einer Grammatik erzeugte Sprache sprechen können. Und wenn wir uns jetzt, wir hatten sozusagen bei dem ersten Blatt, weiß ich gar nicht mehr ganz genau, welche Grammatiktypen alles da war. Es gibt mehrere Grammatiktypen. Ich habe hier das iPad auch da das Skript daneben gelegt. Da gucke ich mal ganz kurz drauf. Das ist die richtige Seite, genau. Es gibt im Prinzip 4 Grammatiktypen, die wir im Rahmen der Veranstaltung behandeln. Und die unterscheiden sich halt dadurch, dass wir unterschiedliche Regeln zulassen. Auf dem ersten Aufgabenblatt kamen, ich meine, Regeln sozusagen aus dem Bereich der rechtslinearen Sprachen und aus dem Bereich der kontextfreien Sprachen bereits vor. Das heißt, auf der linken Seite steht eine Variable, auf der rechten Seite steht irgendeine Kombination aus Variablen und terminalen Zeichen. Das bildet die kontextfreien Sprachen. Und etwas spezieller und etwas eingeschränkter sind die rechtslinearen Sprachen. Das ist immer dann der Fall, wenn wir auf der linken Seite P genau eine Variable haben und rechts eine entweder eine Zeichenkette aus terminalen Zeichen oder eine Zeichenkette aus terminalen Zeichen plus genau eine Variable. Das sind die rechtslinearen Sprachen. Das ist das, was uns jetzt zunächst mal ganz kurz interessiert. Die rechtslinearen Sprachen, also alle die Sprachen, die von einer rechtslinearen Grammatik erzeugt werden, die bildet die Sprachklasse L3. Wir werden die Grammatik die unterschiedlichen Grammatiktypen oder Sprachtypen einfach durchnummerieren. Das geht von 3 bis 0. Und sozusagen je größer die Zahl, umso eingeschränkter ist die Sprache. Das heißt, L3 ist die Sprache oder die Menge aller Sprachen, die von rechtslinearen Grammatiken, ich kürze das immer RLG, erzeugt werden. Das heißt, wir nehmen uns jetzt irgendeine rechtslineare Grammatik, ja, und die Sprache, die da rauskommt, das ist ein Element aus der Sprachklasse L3. Nehmen wir uns eine zweite Grammatik, ja, dann ist das Ergebnis auch wieder eine Sprache, die liegt auch in dieser Sprachklasse L3. Das heißt, dieses L3 ist quasi eine Menge von Mengen oder Mengen von Sprachen. Ich hatte gerade gesagt, das ist sozusagen der Teil, der erzeugt die Sprache. Und jetzt brauchen wir, oder was wir jetzt machen, jetzt gucken wir uns an, soll ich mal rot schreiben? Jetzt brauchen wir irgendwie ein Werkzeug, sodass wir erkennen können, ob denn ein Wort zu einer bestimmten Sprache gehört. Ja, das heißt, wir haben die Fragestellung, wir haben quasi eine Sprache gegeben. Ja, Sie hatten ja jetzt schon mehrere kennengelernt, beispielsweise bei dem Kreuzworträtsel haben wir, weiß nicht, 8 oder 9 Sprachen bereits kennengelernt. Und da haben Sie ja viel ausprobiert, Sie haben Wörter erzeugt. Und jetzt gehen wir aber andersrum dran. Wir haben ein Wort gegeben und möchten gerne wissen, ob dieses Wort zu einer bestimmten Sprache gehört. Und dafür müssen wir irgendwie ein Modell haben oder einen Mechanismus haben. Und genau das tun die endlichen Automaten. Ja, das heißt, das können wir sozusagen hier vervollständigen, indem wir sagen, das Ganze machen wir jetzt mit sogenannten deterministischen endlichen Automaten oder auch Zustandsautomaten. Oder auch im Englischen Finite State Machines, ja, endliche Automaten. So, was ist das? Ja, das ist im Prinzip so die kleinste Maschine oder die am wenigsten mächtigste Maschine, mit der wir uns jetzt im Rahmen dieses Semesters auseinandersetzen. Ja, und das können Sie sich beispielsweise vorstellen. Im Skript finden Sie beispielsweise das Beispiel eines Getränkeautomaten.
Ja, stellen Sie sich vor, Sie sind irgendwann wieder hier am Campus und hier unten in unserem SI-Gebäude, da steht so ein Getränke- und Snackautomat. Was macht der Automat? Der wartet darauf, dass Sie als Benutzer oder Benutzerin davor treten und dass Sie quasi mit diesem System interagieren. Ja, Sie geben da entweder Befehle rein oder Sie werfen Geld ein. Ja, und nach jeder Aktivität von Ihnen wechselt der Automat den Zustand. Ja, ich weiß jetzt nicht genau, wie das Preismodell da ist, aber sagen wir mal, nehmen wir mal so ein Beispiel wie ein Mineralwasser. Kostet 1,50 Euro. Ja, das heißt, initial ist der Automat in so einem Zustand, er wartet auf eine Eingabe. Dann treten Sie davor, werfen, ich sag mal, 3x 50 Cent nacheinander ein. Ja, dann wechselt der Automat mit jeder Aktivität von Ihnen den Zustand. Beispielsweise, wenn Sie 50 Cent eingeworfen haben, geht halt in den Zustand, aha, ich habe jetzt 50 Cent bekommen, und wartet weiter ab. Irgendwann haben Sie sozusagen diese erforderliche Summe von 1,50 Euro eingeworfen. Ja, und der Automat ist bereit, quasi Befehle zu entgegenzunehmen, wo Sie halt eine Auswahl treffen. Ja, Mineralwasser, sage ich mal, hat das Fach 47, fällt mir jetzt gerade so ein. Ja, das heißt, Sie tippen die 47 ein. Ja, erstmal muss diese Eingabe entgegengenommen werden. Ja, und der Automat muss irgendwie dann natürlich eine Prüfung machen. Passt das mit dem Geld? Ja, aber sozusagen mit jeder Aktivität, die Sie durchführen, wechselt er von einem Zustand in den nächsten Zustand. Zweites Beispiel, stellen Sie sich vor, Sie haben ein Computerspiel. Ja, und Sie haben irgendwie so ein Spiel, wo Sie als Avatar durch irgendeine Landschaft laufen und irgendwo da hinten in der Ferne lauern andere Avatare, die Ihnen in der Regel nichts Gutes wollen. Ja, und auch die kann ich mit so einem Zustandsautomaten steuern. Ja, die befinden sich, sofern Sie da nicht in der Nähe sind, in irgendeiner Schleife, warten einfach ab, ja, pflücken Gras oder trinken ein Bier oder was auch immer die da jetzt gerade in dem Spiel machen. Ja, wie liebevoll das sozusagen vielleicht animiert wurde oder mit Leben gefüllt wurde. Ja, und sobald Sie vielleicht in irgendeinen Erkennungsradius von diesen, sag ich mal, Bösewichten kommen, ja, dann ändern die ihren Zustand und die wechseln den Zustand, gehen vielleicht in so einen Angriffsmodus über und wollen ihn mit ihrer Keule auf den Kopf hauen. Ja, das heißt, von dem Zustand warten, ja, werden die getriggert durch beispielsweise, dass sie in die Nähe kommen, in irgendeine bestimmte definierte Umgebung, die wechseln den Zustand, führen eine andere Aktivität aus, laufen vorwärts, bestimmen vielleicht erst so die Richtung, wo sie sich denn wohl befinden, ja, und wechseln dann entsprechend weiterhin Zustände, je nachdem, was da für ein Verhalten programmiert wurde. Das heißt, das Grundkonzept von so einem endlichen Automaten ist, ich habe eine endliche Anzahl von Zuständen, die das System einnehmen kann, und wir haben irgendwie mögliche Interaktionen, um von einem Zustand in den nächsten zu wechseln. So, das waren jetzt zwei ganz unterschiedliche Beispiele. Wir machen das natürlich jetzt irgendwie formal mit dem Hilfskonstrukt von Sprache. Ja, wir könnten ja beispielsweise sagen, wir haben jetzt so ein Alphabet, ABC, wir nehmen mal das Alphabet, ABC, und wir möchten jetzt sozusagen bestimmte Wörter, die einer bestimmten Eigenschaft genügen, möchten wir halt erkennen. Das mache ich mal in einem einfachen Beispiel, und dann sehen wir auch gleich die Notation, zumindest so die Notation, die relativ intuitiv verständlich ist. Und zwar gucken wir uns mal die folgende Sprache an. Ich nehme mal die Menge aller Wörter über dem Alphabet AB Stern und sage, die Anzahl der Zeichen A in dem Wort, das soll eine gerade Zahl sein. Ja, nur zur Notation. Das beschreibt wieder eine Menge. Ja, ist angedeutet durch die Mengenklammer. Hier vorne beschreibe ich, was sozusagen der Inhalt ist. Das sind Wörter über dem Alphabet AB, ja, beliebig lang. Das sagt der Stern da oben aus. Und die erfüllen eine bestimmte Eigenschaft, da steht dann rechts davon. Hiermit kennzeichne ich oder beschreibe ich die Anzahl des Zeichens A in dem Wort W. Das soll gleich 2n sein. N soll eine natürliche Zahl sein. Das heißt, die Anzahl der A's soll eine gerade Zahl sein. Mehr sagt das nicht aus. So, wie kann ich das jetzt sozusagen als Automat realisieren? Das heißt, wir müssen uns jetzt vorstellen, wir haben jetzt irgendwelche Wörter, ja, und die behaupten, beispielsweise nehmen wir mal das Wort A, B, A, B, A, A, B. Ja?
sieht man natürlich sofort, ob das Wort jetzt zu der Sprache dazugehört oder nicht. Aber stellen Sie sich vor, wir hätten hier noch viele weitere Zeichen, ja, in 5000 Stück, dann sieht man es nicht mehr so schnell. Wir müssen uns irgendein Verfahren überlegen, wie wir das denn prüfen können, ob das denn jetzt ein Wort aus der Sprache ist oder eben kein Wort aus der Sprache. Ja? So, und was ist jetzt so ein endlicher Automat? Wir modellieren das, indem wir sagen, wir überlegen uns zunächst mal die möglichen Zustände. Ja, und dann müssen wir uns überlegen, wie finden denn Zustandswechsel statt? Das heißt, wie kommen wir von einem Zustand in den nächsten Zustand? Das kann man jetzt auf unterschiedliche Arten und Weisen aufschreiben. Und ich fange jetzt einfach direkt mit der grafischen Notation an. Das heißt, die Elemente, die wir bei dieser grafischen Konstruktion haben oder grafischen Notation, das sind einmal die Zustände. Dann haben wir Finalzustände, die mache ich meistens mit so einem Doppelkringel. Dann haben wir einen Startzustand. Der kriegt irgendwie so einen Haken oder einen Pfeil manchmal. Meistens mache ich so einen Haken da dran. Und dann braucht man noch eine Kante, Zustandswechsel. Schauen wir mal so, den Zustandswechsel bei Eingabe A, das beschreibe ich so. Ja, das ist sozusagen der Zustand, in dem man ist. Und sobald dann ein A erkannt wird, geht man in den nächsten Zustand über. Das könnte jetzt beispielsweise auch ein finaler Zustand sein. Ja, das ist sozusagen die Notation. Mehr brauchen wir dafür nicht. So, und jetzt lassen wir uns mal überlegen, wie wir denn so einen Automaten konstruieren können, der diese Sprache hier oben identifiziert. Was brauchen wir dafür Zustände? Sagen wir so, dass das Wort insgesamt interessiert uns relativ wenig. Wie viele konkrete A's da vorkommen, wie viele B's da vorkommen, in welcher Reihenfolge die vorkommen, das ist eigentlich relativ unwichtig. Das heißt, das Einzige, was uns eigentlich interessiert, ist, naja, was macht die Wörter der Sprache aus, dass sie eine gerade oder eine ungerade Anzahl von A's haben. Und wenn sie eine gerade Anzahl von A's haben, dann sollen sie akzeptiert werden. Und wenn die Anzahl der A's ungerade ist, dann soll sie nicht akzeptiert werden. Das heißt, wir starten einfach mal, malen mal so ein bisschen rum. Ja, am Anfang müssen wir irgendwo starten. Was ist sozusagen das kleinste Wort, was akzeptiert wird in diesem Fall? Wenn wir sagen, wir haben hier n aus n0, das heißt, das kann natürlich auch 0 sein. Ja, das wäre das Wort, wenn überhaupt kein a vorkommt. Das wäre auch beispielsweise das leere Wort. Ja, auch das leere Wort gehört zu dieser Sprache. Wenn wir das leere Wort akzeptieren wollen, dann muss der finale Zustand, der Startzustand ein finaler Zustand sein. Ja, das können wir hier schon mal kennzeichnen. Das ist auch der Zustand, wo wir uns merken. Das schreibe ich vielleicht mal so in grün dazu. Das ist der Zustand, in den wir gehen, wenn wir eine gerade Anzahl an A gelesen haben. Wenn wir jetzt hier sind und dann B lesen, dann können wir in dem Zustand bleiben, weil das ändert ja nichts an der Anzahl der A's. Das heißt, dann machen wir so eine Schleife, das ist auch erlaubt. Das heißt, wir lesen ein Zeichen, bleiben aber in einem und demselben Zustand. Wenn wir ein A lesen, dann müssen wir einen Zustand wechseln. Dann gehen wir in den zweiten Zustand über, den dieser Automat hat. Das ist dann ein nicht finaler Zustand. Ja, und das ist sozusagen der Zustand, in dem wir uns merken, dass wir eine ungerade Anzahl an A gelesen haben. Und zwar erreichen wir den, wenn wir vom ersten Zustand ausgehen und ein A lesen. Ja? Das heißt, mit jedem Zustand merken wir uns quasi irgendeine Information. Oder wir können uns das auch so vorstellen, jeder Zustand entspricht quasi einer Speicherzelle, mit der wir uns etwas merken können.
So, wenn wir eine ungerade Anzahl an A gelesen haben, ja, und wenn wir dann B lesen, dann bleiben wir hier. Ja? Wenn wir irgendwie 3 A gelesen haben und dann eine beliebige Anzahl von Bs lesen, ja, dann können wir hier in diesem Zustand bleiben. Das ändert nichts sozusagen an dem Akzeptanzverhalten. Das ist auch das Einzige, was sozusagen dieser Automat liefert. Der liefert uns nur die Information, jawohl, das Wort wird akzeptiert oder es wird nicht akzeptiert. Ist also ein gültiges Wort oder ein nicht gültiges Wort, könnte man auch sagen. Oder in diesem Fall hier, das Wort gehört zur Sprache oder gehört eben nicht zur Sprache. Ja, und zur Sprache gehört es immer dann oder es wird akzeptiert, wenn das Wort vollständig verarbeitet ist und wenn der Automat dann in einem finalen Zustand ist, also hier vorne. Ja, und wenn wir, erst noch nicht ganz vollständig, eine Sache fehlt noch, und zwar der Fall, wenn wir eine ungerade Anzahl an A's gelesen haben und dann ein weiteres A lesen. Was müssen wir dann machen? Dann gehen wir einmal wieder zurück in diesen Zustand, haben damit wieder eine gerade Anzahl an A's gelesen und das ist eigentlich schon alles jetzt beispielsweise. Und das können Sie jetzt dann vielleicht so separat mal ausprobieren. Da können Sie sich jetzt irgendein beliebiges Wort nehmen, was aus A's und B's besteht. Ja, und ich garantiere Ihnen, der Automat, wenn Sie das denn hier sozusagen hier mit der Verarbeitung starten, das ist ja der Startzustand. Ja, das habe ich noch gar nicht ganz genau erklärt, wie sozusagen die Verarbeitung funktioniert. Ausgehend von einem Zustand werden Zeichen für Zeichen gelesen und mit jedem gelesenen Zeichen erfolgt halt entsprechend sozusagen dieser Pfeile hier ein Zustandswechsel. Entweder bleibe ich im gleichen Zustand, ich wechsle den Zustand. Ja, und das macht man so lange, bis alle Zeichen der Eingabe verarbeitet sind. Und das Wort wird akzeptiert, wenn wir am Ende hier in dem finalen Zustand landen. So, das ist im Prinzip die Idee von endlichen Automaten. So, wie wird das jetzt formal definiert? Da gehen wir nochmal hier ins Skript zurück. Da gehe ich mal an die entsprechende Stelle. Da. Formal beschreiben tun wir das jetzt durch so ein Fünftupel hier. Was ist jetzt wichtig bei so einem Automaten? Da ist einmal die Menge der Zustände. Dabei ist es übrigens egal, wie man die Zustände benennt. Das spielt eigentlich keine Rolle. Die können Sie, ich nenne sie meistens irgendwie Q0 bis irgendwas. Sie könnten aber auch Susi, Max, Paul und Heinz heißen. Das ist ganz egal. Ja, also irgendwie eine endliche Menge von Zuständen. Das ist wichtig. Das ist eine endliche Menge. Dann haben wir die Menge der gültigen Eingabezeichen. Ja, in dem Beispiel, was wir gerade hatten, war das die Menge bestehend aus A und B. Das kann auch irgendwas sein. Ja, dann haben wir die Übergangsfunktion, da sage ich gleich was zu. Das beschreibt nämlich jetzt eben bei der grafischen Notation gerade diese Pfeile. Und die letzten beiden Informationen, das ist einmal der Startzustand. Das muss ein Zustand sein oder ein Element aus der Menge K. Und F ist eine Teilmenge von K. Das ist nämlich die Menge der Zustände, die als final gekennzeichnet sind. Immer wenn wir in so einem finalen Zustand die Bearbeitung enden, dann heißt das, die Eingabe wurde akzeptiert. So, dann noch zu der Übergangsfunktion. Ja, das ist in der grafischen Notation, die wir gerade hatten, sind das sozusagen die ganzen Kanten. Das heißt, ich bin in einem bestimmten Zustand, also jetzt rein formal ist das eine Abbildung von der Menge der Zustände, Kreuz der, Sigma. Das heißt, ich bin in einem Zustand, lese ein Zeichen und gehe in einen neuen Zustand. Und das Ding ist total definiert. Oder eine totale Funktion. Das heißt, für jede mögliche Kombination aus Zustand und Eingabezeichen gibt es auch so einen Übergang. Mit Blick auf die grafische Notation heißt das, in jedem Zustand gibt es eine ausgehende Kante mit einem der Zeichen des Alphabets. Das heißt, in diesem Beispiel, wir haben ein Alphabet bestehend aus 2 Zeichen. Das heißt, wir haben von jedem Zustand aus 2 ausgehende Kanten. Ja? Also beispielsweise, wenn ich das jetzt nochmal hier in die formale Notation überführen würde, ich benenne jetzt mal meine Zustände hier. Das soll Q0 sein, das ist Zustand Q1.
dann wäre beispielsweise, die Übergänge wären Delta Q0, B, das wäre Q0. Ja, das entspricht gerade diesem Übergang hier. Delta Q0, A, das ist Q1. Das ist gerade diese Kante und so weiter. Ich schreibe es mal gerade vollständig hin. U1, A ist wieder Q0 und Delta von U1, B, das bleibt in U1. Ja, das ist sozusagen die formale Definition von so einem endlichen Automat. Ja, wenn wir damit arbeiten, man könnte jetzt auch den Automaten dadurch beschreiben, ja, dass ich sage, ich beschreibe diesen Dia mal jetzt auf diese Art und Weise. Ich nenne den mal A. Ja, das heißt, wir hätten die Menge der Zustände U0, U1. Wir hätten das Alphabet AB. Wir hätten Delta, dann mache ich es einfach mal Pfeil nach oben, wieder angegeben. Wir hätten U0 und wir hätten die Menge, ebenfalls Q0 für die Menge der finalen Zustände. Ja, das wäre jetzt sozusagen die formale Beschreibung von diesem Automaten, den wir da eben gerade konstruiert haben. Wenn wir damit arbeiten, verwenden wir typischerweise diese grafische Notation. Und weil diese Frage dann auch immer sofort sich bei Ihnen ja aufdrängt, ja, wie sieht das in der Klausur aus? Typischerweise arbeiten wir damit so einer grafischen Notation, es sei denn, die Aufgabe ist anders formuliert. Ja, aber typischerweise ist das immer so eine grafische Notation. Und die Beispiele sind jetzt auch nicht so groß, typischerweise, dass das so völlig unüberschaubar wird. Es kommen schon mal auch Automaten mit, ich sag mal, 10 oder 15 Zuständen vor, aber dann wird es auch relativ schnell unübersichtlich und man verliert so ein bisschen da die Orientierung. Gibt es dazu erstmal Fragen oder ist das soweit verständlich? Gut, das ist auch eigentlich nicht so schwierig, denke ich. So, jetzt, das ist das, was dann im Skript als weiteres folgt. Manchmal ist es ein bisschen lästig, da so einen deterministischen endlichen Automaten zu konstruieren. Und haben sich irgendwelche schlauen Leute überlegt, na, wir können das doch auch ein klein bisschen anders machen. Und zwar führen wir das Konzept des Nichtdeterminismus ein. Und stellen uns im Prinzip vor, das hatten wir ja beim letzten Mal schon ganz kurz, was heißt eigentlich Nichtdeterminismus? Da kommt so eine Zufallskomponente hinein. Wir können uns eigentlich immer vorstellen, dass wir dann an so einer Situation sind, wo wir sagen, naja, der Automat rät jetzt, was er denn tun soll. Nehmen wir mal das folgende Beispiel. Nee, erstmal erläutere ich nochmal das Konzept. Machen wir ein ganz einfaches Beispiel. Ich suche mal gerade im Skript. Ja, nehmen wir so ein ganz einfaches Beispiel. Das sagen wir irgendwie Startzustand. Das ist jetzt auch das Beispiel 4, 2, 12 im Skript, wo wir einfach sagen, irgendwie quasi zwei Teile des Automaten. 3. Und hier unten haben wir 4 und dann 5 und 4 ist der. Und wir sagen, naja, wir wollen einfach mal ein Wort bestehend aus 3 A's akzeptieren. Und wir wollen hier unten hingehen, dann bauen wir das so. Da gehen wir auch mit A weg und wir
laufen dann, können dann sozusagen in so einer Schleife laufen. So, was passiert hier? Erstmal, das ist sozusagen der Inbegriff oder die visuelle Darstellung dieses Nichtdeterminismus, dass nämlich ausgehend von einem Knoten zwei Kanten abgehen mit der gleichen Beschriftung. Ja, und das, was ich eben sagte, der Automat rät, kann man sich jetzt wie folgt vorstellen. Wir sind, oder der Automat ist in diesem Zustand. Ja, jetzt kommt als Eingabe eine A und der Automat kann sich entscheiden, geht er oben lang oder geht er unten. Ja, und wenn wir jetzt beispielsweise irgendwie, wir geben das Wort. Das seien jetzt mal gerade 3a. Und jetzt stellen wir uns vor, wir hätten das irgendwie, würden das implementieren auf einer Maschine. Stecken jetzt sozusagen das Wort hier, wir starten unsere Maschine, stecken das Wort A da rein. Ja, der Automat rät, sage ich mal, am ersten Durchlauf macht er, geht er oben hin, schreibe ich einfach mal hin, oben. In der Folge wird er das Wort akzeptieren. Ja, weil was wird er machen? 3a geht hier oben rein, erste A, zweite A, dritte A, finaler Zustand, akzeptiert. Jetzt starten wir das Ganze nochmal. Da springen wir unten rein. Was passiert da? A, A, A. Wort ist beendet, wir sind in einem nicht finalen Zustand, das heißt, der akzeptiert nicht. Wenn wir es nochmal ausführen, muss 3 heißen, kommt wieder unten raus, beispielsweise. Er rät wieder, dass er nach unten geht, wird er auch nicht akzeptieren. Beim vierten Durchgang geht er vielleicht wieder nach oben. Da wird er wieder akzeptiert und, und. Ist natürlich ein bisschen unschön. Und für eine konkrete Implementierung ist das sicherlich, sage ich mal, ein Ergebnis. Ja, mal wird es akzeptiert, dann wieder nicht, dann auch wieder auch nicht, dann ja wieder doch. Ist das natürlich wenig hilfreich. Das heißt, wir müssen uns erstmal Gedanken machen, was es überhaupt heißt, dass ein nicht-deterministischer Automat ein Wort akzeptiert. Und das kann man jetzt eigentlich mit anhand dieser grafischen Darstellung ganz gut erläutern. Denn der Akzeptanzbegriff des endlichen nicht-deterministischen Automaten ist so formuliert, dass es, wenn ich mir jetzt das Ganze, kann ich auch interpretieren als Graph. Ja, das haben wir. Sie haben die Veranstaltung Algorithmen gehört. Da haben wir uns mit Graphen auseinandergesetzt. Das ist ja nichts anderes als ein Graph hier, besteht aus Knoten und Kanten. Da haben wir von Wegen in Graphen gesprochen. Ja, und der Zusammenhang hier ist, ja, dass ein Automat genau dann akzeptiert, wenn es zumindest die Möglichkeit gibt, einen Weg zu finden vom Startpunkt zu einem finalen Zustand anhand eines konkreten Eingabes. Das heißt, wenn wir uns dieses Wort jetzt hernehmen, dreimal die A, dann interessiert mich gar nicht so sehr jeder einzelne Durchlauf, sondern es genügt bereits, dass es einen Weg der Länge 3 gibt, weil wir hier 3 Zeichen haben, der in einem finalen Zustand endet. Ja, das meint Akzeptanzbegriff des nicht-deterministischen Automaten. Ja, und das gucken wir uns vielleicht nochmal ganz kurz hier in der Notation an. Ja, hier war nochmal der Begriff der akzeptierten Sprache eines endlichen Automaten. Das hatte ich erläutert. Also jetzt für den deterministischen endlichen Automaten, das hatte ich erläutert. Ja, das ist die Menge aller Wörter, die ausgehend von dem Startzustand, das Wort wird verarbeitet und in einem finalen Zustand landet. Das ist die Sprache, die von einem endlichen Automaten deterministisch akzeptiert wird. Kürzen wir dann typischerweise mit L von A ab, wenn A der Automat ist. Ja, und die, wenn wir jetzt wieder sagen, wir können ja ganz viele Automaten konstruieren, dann ist die Menge aller Sprachen, die von einem endlichen deterministischen Automaten akzeptiert werden, das ist gerade die Menge der sogenannten rationalen Sprachen. So, aber wir waren ja bei den nicht-deterministischen Automaten. Genau, der einzige Unterschied jetzt zu der formalen Beschreibung ist, ist genau wieder so ein Fünftupel hier. Unterschied besteht einmal
in der Übergangsfunktion, das ist jetzt keine Funktion mehr, sondern eine Übergangsrelation, die beschreiben wir typischerweise so. Ja, das ermöglicht es halt, dass es da auch mehrere Möglichkeiten gibt, sozusagen ausgehend von K, also einem Zustand und einem Zeichen, in einen Folgezustand zu gehen, wie wir das eben im Beispiel gesehen haben. Und was wir jetzt auch zulassen ist, der Startzustand ist nicht nur ein einzelner Zustand, sondern es ist eine Menge von Zuständen. Genau, das ist das Beispiel, was wir hier eben hatten, was ich gerade aufgezeichnet habe. Ja, und jetzt hatte ich ja gesagt, wir müssen den Akzeptanzbegriff ein bisschen anpassen. Das, was ich eben gerade sozusagen intuitiv erläutert habe, das ist ein Weg, in dem Graphen geben muss, drückt sich dann formal wie folgt aus. Ja, das ist die Menge aller Wörter, also die von einem indeterminierten Automaten oder nicht deterministischen Automaten akzeptierte Sprache. Es ist die Menge aller Wörter über dem zugrunde liegenden Alphabet, sodass es einen Startzustand gibt, also Startzustand aus der Menge der Startzustände, das ist ja eine Menge, es einen Finalzustand gibt, sodass wir, das ist jetzt aufgrund der Relation hier, Groß Delta hatte ich das jetzt benannt, sodass es einen Weg ausgehend von diesem Startzustand mit Verarbeitung des Wortes W in diesem finalen Zustand landet. Ja, das ist wichtig hier, dieser Existenzquantor. Ja, es ist egal, welcher Weg das jetzt ganz konkret ist. Es muss nur einen Weg geben von einem Startzustand zu einem Finalzustand. Ja, und auch wenn bei 99% der Fälle jetzt hier bei diesem Beispiel den Weg bei 3a, ja, eben das war unser Beispiel, wir haben 3a, wenn wir in 99% der Fälle den Weg hier unten laufen würden, wenn man das jetzt implementieren würde, das Wort wird trotzdem akzeptiert werden, weil wir halt einmal die Möglichkeit haben, hier oben diesen Weg bis zu diesem Finalzustand zu gehen. So, warum macht man das Ganze? Weil die Konstruktion einfacher ist. Auch dazu ein Beispiel. Auch das finden Sie im Skript, aber ich male das hier nochmal auf. Stellen Sie sich vor, Sie wollen die folgende Sprache erkennen. Und zwar ich schreibe es jetzt wieder hier als so einen regulären Ausdruck quasi hin. Ich schreibe dir das hin, dann sage ich dir noch was zu. Die Sprache, die sich wie folgt zusammensetzt. Irgendeine beliebige Folge von A und B. Beliebige Folge meint immer hier oben der Stern. Dann kommt ein A und als letztes Zeichen kommt ein A oder B. Was ist das? Das ist die Menge aller Wörter. Menge der Wörter mit A als vorletztes Zeichen. Ja, das ist sozusagen hier, das ist das letzte Zeichen, das ist das vorletzte Zeichen und davor darf irgendwas kommen. So, wenn wir dafür jetzt einen deterministischen endlichen Automat konstruieren wollen. Dann müssen wir uns eigentlich überlegen, wir haben ja die Möglichkeit, uns in diesen Zuständen etwas zu speichern. Ja, wichtig ist sozusagen das vorletzte Zeichen. Ja, und das ist entscheidend quasi für die Akzeptanz eines Wortes. Das heißt, wir müssen uns irgendwie speichern, was waren eigentlich die letzten beiden gelesenen Zeichen. Ja, damit wir irgendwie eine Aussage machen können, ob wir ein Wort akzeptieren sollen oder nicht. Und das machen wir auch hier wieder mit Zuständen. Und wenn wir sozusagen die letzten beiden Zeichen differenzieren müssen, dann brauchen wir insgesamt 4 Zustände. Ja, bei 2 Zeichen, die man zur Verfügung hat, nämlich A und B. Ja, und die Menge von 2 Zeichen ist relevant. Ja, 2 mal 2 macht 4. Das heißt, das müssen wir uns merken. Und das würden wir jetzt wie folgt machen. Wir würden sagen, naja, im Zustand Q0 waren die letzten beiden Zeichen BB. Dann haben wir noch die Möglichkeit,
dass wir sagen, die letzten beiden Zeichen waren AB. Ja, wenn wir auf AB enden, müssen wir akzeptieren. Wenn wir auf BA enden, dürfen wir nicht akzeptieren, ja, bei Q0. Wenn wir die letzten beiden Zeichen BB gelesen haben, dürfen wir auch nicht akzeptieren. Und was haben wir noch? Q3 brauchen wir auch noch, nämlich wenn wir als letzte beide Zeichen ein AA. Ja, diese beiden Zustände müssen final sein, ja, weil da das vorletzte Zeichen ein A ist. Ja, jetzt muss ich mir überlegen, wie ich das Ganze verbinde. Ja, wir würden, wenn wir jetzt noch gar nichts gelesen haben, das ist im Prinzip unser Startzustand. Q0. Und jetzt können wir uns wirklich überlegen, was passiert, wenn wir jetzt sagen, Q0 ist der Zustand, wo wir gar nichts oder die letzten beiden, sozusagen der Speicher der letzten beiden Zeichen ist leer. Ja, es ist identisch zu 2 gelesen in BB. Wenn wir ein weiteres B lesen, ändert das nichts. Wir müssen hier bleiben. Wenn wir aber quasi zuletzt ein B gelesen haben, dann ein A lesen, dann landen wir in Q2. Ja, sozusagen, das ist zu lesen hier von, das ist das letzte Zeichen, das ist das vorletzte Zeichen, was gelesen wurde. Wenn das letzte Zeichen ein A war, wir in Q2 sind, und wenn wir dann weiteres A lesen, dann landen wir in Q3. Ja? Dann haben wir 2a gelesen. Ja, das müssen wir jetzt vervollständigen. Wenn wir in Q3 sind und ein weiteres a lesen, dann haben wir 3a, 4a, je nachdem, wie viel wir machen. Ist ganz egal, beliebig viele. Das heißt, wir können ja einfach so eine Schleife mit dem a dran machen und wir bleiben in Q3. Dann fehlt uns noch der Zustand Q1. Den haben wir, genau, wenn wir in Q2 sind, da haben wir ein A gelesen, lesen dann ein B. Dann landen wir da. Der muss auch final sein. Und wenn wir zuletzt ein B gelesen haben, also wie kommen wir hier rein und dann nochmal ein A lesen, dann haben wir im Prinzip AB gelesen, müssen den finalen Zustand wieder verlassen, landen wieder hier unten und haben als letztes Zeichen im Prinzip ein A gelesen. Und wenn wir hier ein B lesen aus Q1, dann müssen wir zurück nach Q0. Und wenn wir hier ein B lesen, müssen wir zurück. Können wir nach Q1 gehen. Weil hier hätten wir ja eine Folge von A gelesen an dieser Stelle. Ja, und wenn wir noch ein B lesen, war das vorletzte Zeichen immer noch ein A. Entschuldigung. Umstellen. Zack. So. Genau, dann war das letzte Zeichen ein B, das vorletzte Zeichen war ein A. Und bleibt da. Relativ komplizierte Überlegung. Jetzt überlegen wir uns, das können Sie vielleicht nochmal in Ruhe durchgehen, das steht im Skript auch nochmal beschrieben. Aber wie sieht das aus im Falle des nicht-deterministischen Automaten für diese Sprache? Da ist es nämlich deutlich einfacher. Da sagen wir einfach, wir starten hier in einem Zustand, das ist sozusagen der. Da können wir auch nochmal überprüfen. An jedem Zustand, in jedem Zustand gibt es 2 ausgehende Kanten, eine mit A, eine mit B beschriftet. Ne? Das müsste passen. So, wie sieht das aus bei einem nicht-deterministischen endlichen Automaten? Da sagen wir einfach, wir starten. Na, und wir lesen jetzt einfach mal beliebig A und B. Und dann raten wir irgendwann, dass sozusagen jetzt das vorletzte Zeichen erreicht ist. Also stellen Sie sich vor, es ist jetzt ein Wort hier an, der Automat läuft da durch, hier bleibt immer im Zustand Q0. Und dann überlegt er sich irgendwann so, das war aber jetzt kommt als nächstes das vorletzte Zeichen.
da gehe ich mal in den Zustand Q1, ja, wenn das nämlich in A ist, dann mache ich das. Und dann ist es egal, was kommt, dann gehe ich im zweiten Zustand, der ist final, dann gehe ich per AB rüber und das Ding wird akzeptiert. Ja? Ist jetzt erstmal deutlich einfacher von der Konstruktion. Da sieht man auch die Mächtigkeit von diesem Nichtdeterminismus. Ja, der Automat rät, dass er sozusagen hier jetzt auf einem A einen Zustandswechsel durchführt. Und wenn Sie da jetzt ein Wort reinstecken, sagen wir mal, wir nehmen mal das Wort dreimal AB. Ja? Was wird der Automat machen? Naja, wir machen erstmal einen ersten Durchlauf. A, B, A, B, A, B. Q0 wird nicht akzeptiert. Der erste Versuch ist gescheitert. Zweiter Versuch. A, B, A, B. Und dann geht er bei dem A hier sozusagen auf Verdacht mal hier rüber, liest dann B, geht hier rüber und akzeptiert. Ja, das war der zweite Versuch. Wird akzeptiert. Wenn wir das nochmal fünfmal ausprobieren, passiert vielleicht genau das Gleiche wie beim ersten Mal. Ja, also wenn wir das noch, ich sag mal, drittes Mal ausprobieren, viertes Mal ausprobieren, klappt nicht, fünftes Mal ausprobieren, klappt vielleicht auch nicht. Ist ganz egal. Das Ding hier, sozusagen dieser eine erfolgreiche Versuch, reicht schon aus, um zu sagen, dieser Automat akzeptiert dieses Wort. Ja, es muss die Möglichkeit geben, einen Weg zu konstruieren, sodass bei Eingabe dieses Wortes der Weg in einen finalen Zustand landet. Ja, und das ist hier sicherlich gegeben. Herr Morisse, Ich hätte auch noch eine Frage. Ja. Bei dem Beispiel jetzt, wenn man dann in Q2 ankommt und man hätte noch drei Zeichen über oder so, spielt das dann eine Rolle? Ja, das spielt eine Rolle. Das Wort muss vollständig verarbeitet sein. Okay, die Eingabe muss den komplett Loop gelehrt am Anfang sein. Zweimal machen und dann genau. Das zu Ende gehen. Okay. Genau. Das ist auch eine gern gestellte Frage. Der Automat ist jetzt in dem Sinne, ich rede dann auch immer von vollständigen Automaten. Vollständig heißt immer die Situation, wie wir sie hier oben haben. Bei jedem Zustand gibt es sozusagen für jedes Zeichen des Alphabetes eine ausgehende Kante. Dann ist der Automat vollständig. Der Automat ist nicht vollständig, weil da fehlen beispielsweise Sachen. Ne? Hier kann ich mit A und B raus, hier kann ich mit A raus, AB. Also genau der Fall, was ich sagte, Q2, da geht es nicht raus. Ich kann einen Automat aber immer vervollständigen durch die folgende Überlegung. Den malen wir uns jetzt mal auf. Vielleicht machen wir einen langen Automaten. Gucken wir uns mal den Automaten an. Das ist erstmal auf den ersten Blick ein deterministischer Automat. Der akzeptiert alle Wörter, die mit A anfangen und mit mindestens einem B enden. Ja, der würde akzeptieren A, B. Der würde aber auch akzeptieren A, B und dann nochmal beliebig oft B. Ja, also der würde irgendwie sowas akzeptieren wie ich schreibe es mal so, A, B+. Der ist nicht vollständig, den kann ich aber vervollständigen, indem ich einen sogenannten Fehlerzustand einführe. Den nenne ich mal QF. Und da führe ich jetzt sozusagen alle Kanten hin, die noch fehlen. Also beispielsweise, die male ich jetzt mal rot. Von dem Zustand Q0 ging bislang nur das A aus, also male ich im Zustand einen Pfeil oder einen Übergang von Q0 zu QF mit der Kante B. Von Q1 aus gibt es nur den Ausgang B. Wir brauchen noch einen Ausgang A. Also gehen wir mit dem A da runter. Und hier hinten auch, wenn wir sagen, so, zack, da kommt nochmal ein A. Dann gehen wir in diesen Fehlerzustand. Und wenn wir da sind, kommen wir da auch nicht mehr raus. Ja? Dann wäre sozusagen an dieser Stelle genau das Problem umgangen, dass wenn das Wort hier hinten am Ende nicht vollständig verarbeitet ist,
ja, und dann beispielsweise ein A kommt und diese Kante fehlen würde, dann würden wir da irgendwie ja sozusagen hängen bleiben. Ja, und hier würde man dann explizit sehen, das ist, ich gehe im Fehlerzustand über und dann weiß ich, das wird nicht akzeptiert. Das macht das dann vielleicht ein bisschen intuitiver verständlich, dass wenn ich hier hinten sozusagen hängen bleibe und die Eingabe nicht geleert ist, dass ich dann nicht akzeptieren darf, auch wenn ich in einem finalen Zustand bin. Also ich akzeptiere nur dann, wenn die Eingabe auch vollständig verarbeitet ist. Und wenn ich irgendwie hängen bleibe, weil der Automat nicht vollständig ist, dann darf ich definitiv nicht akzeptieren. Häufig werden diese, ja, ich sag mal, diese Kanten hier weggelassen. Ja? Das werde ich oft gefragt, muss ich den dann vollständig malen in so einer Klausur? Wenn es da steht, zeichnen Sie den vollständig hin, dann müssen Sie das so malen. Ja? Wenn ich das nicht explizit sage, dann können Sie diese Kanten auch weglassen. Dann brauchen Sie sozusagen nur die elementaren Bestandteile, die man auch für sozusagen das positive Verhalten des Automaten benötigt, dann auch da dahin zeichnen. So. Jetzt hole ich Sie ganz kurz nochmal ab. Wir hatten, ich war eingestiegen. Hier. Ich war eingestiegen an dieser Stelle hier eben, wir hatten gesagt, wir hatten die Grammatiken als quasi Modell oder Mechanismus, um Sprachen zu erzeugen. Die erzeugten Sprachen, die sind die L3-Sprachen. Was wir jetzt noch nicht gesehen haben, aber was ich Ihnen schon mal verrate, dass diese Sprachklasse auch genau die ist, die die rationalen Sprachen bildet. Also die Sprachen, die von endlichen Automaten akzeptiert werden. Was wir noch kennenlernen werden, ist, das ist, glaube ich, Kapitel 2, 4, 6 oder sowas, ich weiß nicht mehr ganz genau die Nummer, was wir noch kennenlernen werden, ist quasi der Weg von Schwarz wollte ich. So. Was wir noch kennenlernen werden, ist, nee, machen wir mal. Der Weg von RLG zu der. Das meint, dass wir einen Algorithmus anschauen, sodass ich aus der rechtslinearen Grammatik einen endlichen Automaten konstruiere. Und umgekehrt genauso. Ja, also wenn wir einen endlichen Automaten haben, können wir daraus auch eine Grammatik erzeugen, sodass genau die erzeugte Sprache und akzeptierte Sprache identisch sind. Ja, das werden wir noch machen. Ja, ist ganz einfach, das sieht man quasi durch Hingucken. So, jetzt stellt sich die Frage, wie hängen denn da diese nicht-deterministischen Automaten mit zusammen? Die hätte ich ja jetzt gerade noch irgendwie eingeführt. Und da wird es so sein, dass die auch hier drunter fallen und dass die quasi identisch sind. Das heißt, identisch in dem Sinne, dass sozusagen, wenn ich einen nicht-deterministischen Automaten habe, dass ich dann auch immer einen deterministischen endlichen Automaten konstruieren kann, ja, der die gleiche Sprache akzeptiert oder dieselbe Sprache akzeptiert. Das ist der Satz von Rabin Scott. Und da will ich Ihnen zumindest ganz kurz die Idee erläutern, weil auch das ist eigentlich ein ganz schöner Algorithmus, wie ich im Prinzip jetzt das, was wir hier eben gesehen haben. Wo war das Beispiel? 4, 2, 4. Ja, das hatten wir eben hier gerade gesehen. Das war die Konstruktion, die ich da gerade gemacht hatte. So, was man jetzt machen kann, dass, wenn wir den jetzt hier nicht hätten, diesen hier, den wir nicht kennen, sondern wir hätten nur im Prinzip dieses Ding hier. Ja? Und uns dieses Verhalten, was ich hier skizziert habe, hier war es ja, ne? Dieses Verhalten, dass er sozusagen, wenn sie das jetzt praktisch anwenden würde, mal nicht akzeptiert, dann wieder akzeptiert, nicht akzeptiert, ist ja für einen praktischen Einsatz schlecht. Das heißt, wenn ich sowas praktisch nutzen möchte, ja, und so Zustandsautomaten, die werden in Computerprogrammen schon als Modell verwendet. Ja, wenn ich sage, da stellen Sie sich das nochmal vor mit dem Getränkeautomaten, so wie ich eingestiegen war, ja, wäre ja ziemlich unschön. Sie werfen 1,50 € rein, ja, und mal akzeptierter.
Und mal akzeptiert er nicht, wäre hochgradig unbefriedigt. Ja, der soll sich immer so verhalten, dass er natürlich, wenn Sie eine gültige Eingabe machen, er natürlich auch akzeptiert. Das ist, glaube ich, sofort einsichtig. Das heißt, mit diesen nicht-deterministischen endlichen Automaten in der Praxis können wir da jetzt zumindest mit Blick auf so eine Implementierung nicht so viel anfangen. Aber für das Bauen von Automaten ist das irgendwie viel einfacher. So, wenn wir jetzt einen Automatismus hätten, dass wir sozusagen den nicht-deterministischen endlichen Automaten überführen in einen deterministischen endlichen Automaten, den wir dann implementieren. Das wäre ja irgendwie eine super Sache. Und genau das liefert uns der Satz von Rabin Scott. Der liefert uns einen Algorithmus, wie wir den Automat überführen können in einen deterministischen endlichen Automaten. Ja. Und auch das wollte ich Ihnen noch mal ganz kurz am Beispiel zeigen. Und zwar nehmen wir da, also der Satz selbst, der ist, das ist hier 425. Ja, der Satz sagt aus, eine Sprache ist rational genau dann, wenn sie von einem indeterminierten endlichen Automaten akzeptiert wird. Das ist immer so eine, ja, genau dann heißt immer, man muss zwei Sachen zeigen. Ja, ja, das ist sozusagen genau dann, wenn es ja vielleicht dieser Fall, das kennen Sie aus der Mathematik, ja, Sie haben auf der einen Seite eine Aussage und die gilt genau dann, wenn die Aussage auf der anderen Seite gilt. Ja, wenn ich sowas zeigen will, dann macht man das typischerweise immer in zwei Teilen. Das finden Sie hier auch. Der Beweis setzt sich aus zwei Teilen zusammen. Häufig gibt es da einen leichten Teil und einen schwierigen Teil. Genauso ist das auch hier. Ja, der leichte Teil, das ist gerade ein oder zwei Sätze. Und der schwierigere Teil, das ist der Teil, wenn ich sage, ich gehe von hier, von dem zweiten Halbsatz zum ersten Halbsatz. Wenn ich nämlich habe einen indeterminierten endlichen Automaten, dann kann ich auch einen deterministischen endlichen Automaten konstruieren. Und das ist sozusagen die Konstruktionsvorschrift hier. Das ist die sogenannte Potenzmengenkonstruktion. Sieht jetzt erstmal fürchterlich formal aus, aber die Anwendung ist eigentlich ganz einfach. Und das gucken wir uns mal ganz kurz an. Hier so als Algorithmus formuliert und hier mal so am einfachen Beispiel. Was ich mache, das ist, genau, das sei jetzt mal hier der Automat, so ähnlich wie wir den eben gehabt haben. Ja, und da soll sozusagen, wir akzeptieren alle Wörter, die auf A, B enden. Ja, also hier vorne kann irgendwas kommen, A, B, beliebig oft, in der beliebigen Reihenfolge und dann mit A, B in den finalen Zustand. Ja, ganz ähnliche Konstruktion, wie das eben der Fall war. Fällt gerade an, ich habe, glaube ich, da eben bei der Konstruktion einen kleinen Fehler. Das möchte ich Sie gerne gucken. Auch hier wieder nicht deterministisch, weil wir ausgehend von Zustand Q0 zweimal mit dem A weggehen können. So, und diese Potenzmengenkonstruktion ist wie folgt. Man baut im Prinzip so eine Übergangstabelle. Ja, und Sie sehen schon, ich trage jetzt hier, also ich kann ja so eine bei so einem endlichen Automaten diese Übergangsfunktion klein Delta, hat man die ja immer genannt, kann ich natürlich auch immer tabellarisch hinmalen. Ja, das mache ich vielleicht nochmal ganz kurz, damit Sie das hier besser verstehen. Wenn ich den beispielsweise hier als Tabelle hinschreibe, da hätte ich Q0, Q1, Q2, Q3. Dann sage ich, was passiert bei A, was passiert bei B. Ja, Q0 mit dem A gehe ich nach Q2. Mit dem B bleibe ich in Q0. Mit einem Q1, mit einem A gehe ich nach Q2, mit einem B gehe ich nach Q0. Beim Q2 mit einem A gehe ich nach Q3, mit einem B gehe ich nach Q1 und Q3 bleibt mit dem A in Q3 und Q1. Ja? Also das ist sozusagen dieser Graph als Übergangstabelle aufgeschrieben. Ja, das mache ich, kann ich immer. Einfach nur tabellarische Auflistung dieser Übergangsfunktion Delta. Das Ganze machen wir jetzt auch, nur dass wir jetzt nicht mehr einzelne Zustände nehmen, die wir hier eintragen, sondern Mengen von Zuständen. Wir starten mit der Menge aller Startzustände.
hat man gesagt, bei nicht-deterministischen endlichen Automaten kann der Startzustand, kann eine ganze Menge von Zuständen sein. In diesem Fall ist das Q0. Und dann gucken wir uns an, wenn wir das A lesen, in welchen Zuständen landen wir da? Wir landen mit dem A in Q0 oder in Q1. Ja, und das schreiben wir, tragen wir sozusagen hier ein. Als eine Menge. Was passiert bei einem B? Da können wir nur nach Q0 gehen, tragen wir hier entsprechend ein. Dann nehmen wir uns sozusagen der Reihe nach vor, alle die Zustände oder die Mengen, die hier jetzt sozusagen entstehen. Hier entsteht beispielsweise Q0 hatten wir schon bearbeitet, ja, Q01. Und da gucken wir uns jetzt an, sozusagen alle Möglichkeiten oder alle Zustände in dem Automaten hier, den wir ja umwandeln wollen. Gucken wir uns an, was passiert, wenn man A lesen, was passiert, wenn man B lesen. Und das, die Ergebnisse sammeln wir sozusagen hier in diesen Mengen. Also gucken wir uns an. Q0a heißt, wir gehen nach Q0 und Q1. Wird man hier schon mal Q0, Q1 eintragen. Q1, ein A, gibt es nicht. Also kommt hier nur Q0, Q1. Dann für B, Q0. B heißt, wir bleiben in Q0. Q1, B heißt, wir gehen nach Q2. Das ist diese Kante. Fassen wir hier beide zusammen. Es entsteht quasi eine neue Menge. Und auch die müssen wir jetzt untersuchen, was passiert, wenn wir quasi parallel in Q0 und Q2 sind, wenn man A lesen und B lesen. Da kommt dann raus, Q0, Q2, wenn man A lesen, landen wir entweder in Q0 oder Q1 und mit einem B landen wir in Q0. So, und das, was wir hier jetzt haben, das ist im Prinzip genau diese Konstruktion hier, die in dieser Formel 4.5 beschrieben ist. Das steckt da drinnen. Das ist jetzt auch direkt die Übergangstabelle für den deterministischen endlichen Automaten. Der ist jetzt hier abgebildet. Ich habe jetzt hier sozusagen diese Zustände mit diesen geschweiften Klammern aus Platzgründen geschrieben als, ich habe jetzt mal ein großes Q verwendet, um hier die Unterscheidung zu dem Q hier zu haben. Ja, das Q0 entspricht der Menge. Q01 und im Index 01 entspricht quasi dem Zustand und Q02 entspricht dem Zustand. Ja, und vergleichen wir einfach mal Q0, landen wir in groß Q01 mit einem A. Das ist diese Kante. Ja, das ist sozusagen das Pärchen hier. Q0, B, Q0, bleiben wir hier. Q01, A, ist diese Schleife, mit einem B kommen wir hier hin. Das entspricht gerade dem. Ja, und Q02, wir gehen nach Q01 und A zurück, das ist diese Kante, und wir gehen nach Q0 zurück mit einem B. Ja, und das ist jetzt sozusagen, das ist sozusagen dann die Aussage des Beweises Satz Rabin-Scott, ja, dass das jetzt sozusagen der Automat ist, das wird da gezeigt in diesem Beweis, ja, das ist sozusagen der Formalismus hier. In diesem Beweis steckt drinnen, dass der Automat, der da jetzt konstruiert wurde, dass der dieselbe Sprache akzeptiert wie der hier oben. Wir können ja mal ein Beispiel machen. Also alle Wörter, die auf A, B enden, sollen hier akzeptiert werden. Ja, wenn wir jetzt mal irgendwie eins nehmen, A, B, A, B, A, B. Nehmen wir das mal. Hatten wir eben auch als Beispiel da, mal hat akzeptiert, mal nicht. So, erste A gehen wir hier hin, dann ein B, landen wir hier, dann lesen wir wieder ein A und wieder ein B und wieder ein A und wieder ein B. Funktioniert. Und egal, was wir da jetzt nehmen, wenn wir auf A, B enden, dann landen wir hier. Wenn wir nicht auf A, B enden, sondern beispielsweise auf B, B, können wir nochmal testen und machen mal A, B, A, B, B. Da gehen wir nochmal durch. A, B, A, B. Und im B sind wir wieder hier. Ja, definitiv nicht akzeptiert. Okay, das ist natürlich jetzt kein vollständiger Beweis, dass sozusagen der hier das Richtige macht, indem ich zwei Beispiele angebe, ja, sondern der Beweis steckt hier. Ja, egal, was wir da jetzt nehmen, diese Konstruktion funktioniert. Das haben wir hier formal bewiesen. Okay.
Und jetzt gucken wir uns mal ganz kurz nochmal das Aufgabenblatt an. Da stoppe ich mal ganz kurz. Jetzt muss ich mal suchen, ob ich das hier nochmal finde. Wo ist das Aufgabenblatt? Das ist nicht wieder offen. So, müssten sehen, genau. Was ich jetzt noch nicht gemacht habe, das sind sozusagen Automaten mit Epsilon-Kanten. Und zwar führen wir da, das soll ich vielleicht auch noch mal ganz kurz machen, da führen wir jetzt als Kanten auch ein, dass sozusagen kein Zeichen der Eingabe verarbeitet wird. Ja, das heißt, man kann auch auf dem leeren Wort einen Zustandswechsel durchführen. Das habe ich jetzt vergessen. Das sage ich doch auch mal ganz kurz was zu. Da muss ich noch mal mein iPad freigeben. Genau. So, das heißt, das ist noch ein weiteres Automatenkonzept. Das sind die Epsilon-NDEA. Die habe ich auch bewusst darunter geschrieben, weil die auch nicht mehr können. Oder anders ausgedrückt, wenn ich einen Automaten habe, der solche Kanten beinhaltet, also Kanten, wo ich mit einem Epsilon einen Zustandswechsel durchführe, ja, die können prinzipiell auch nicht mehr als das, was ich mit deterministischen endlichen Automaten kann. Oder anders ausgedrückt, wenn ich einen solchen Epsilon-NDEA habe, dann kann ich auch einen Algorithmus anwenden, sodass ich einen deterministischen endlichen Automaten konstruieren kann. Auch das ist im Skript beschrieben, sozusagen, wie ich solche Kanten eliminiere. Das ist immer ganz hilfreich, solche Epsilon-Kanten, wenn ich beispielsweise sowas habe. Sagen wir mal, ich habe zwei Automaten. Die male ich jetzt einfach mal so hin. Ich habe Automat L1. Da haben wir irgendwie einen Startzustand und dann haben wir irgendwie den Automaten da, da ist irgendwie hier finaler Zustand, das ist L1. Dann habe ich einen Automaten L2, auch ähnlich, irgendwie ein großer Automat, auch da haben wir wieder Finalzustände. Die akzeptieren jeweils Sprachen. So, wenn ich jetzt beispielsweise die Sprache L1 vereinigt L2 als Automat abbilden möchte. Ja, dann kann ich das einfach so machen, dass ich sage, naja, ich führe einen neuen Startzustand ein. Schreibe da jeweils zwei Kanten dran mit Beschriftung Epsilon. Ja, und die Idee ist dann, naja, ich bin am Startzustand. L1 vereinigt L2 heißt ja, das Wort, oder das ist ja die Menge aller Wörter, die entweder in der L1 liegen oder in L2 liegen. So, wenn ich jetzt ein Wort habe, kann ich ja auch hergehen. So, teste ich jetzt auf Zugehörigkeit zu L1 oder auf Zugehörigkeit zu L2. Und genau das verbirgt sich hinter dieser Konstruktion. Ja, dass ich sage, so, ich kriege jetzt ein Wort, möchte das testen und dann entscheide ich mich an dieser Stelle, naja, teste ich hier oben in L1 oder teste ich hier unten in L2. Ja, und vom Akzeptanzbegriff ist das ähnlich wie eben bei den nicht-deterministischen endlichen Automaten. Es muss die Möglichkeit geben, in dem Finalzustand hier zu landen. Ja, und wenn ich jetzt sage, so, ich habe jetzt ein Wort W und sagen wir mal, das Wort W liegt jetzt in L1. Wenn ich mich hier für den Weg hier oben entscheide, dann lande ich hier, ist okay. Wenn ich mich für den Weg hier unten entscheide, dann lande ich hier nicht, vermutlich nicht, ja, wird nicht akzeptiert, ist aber nicht schlimm, weil es ja grundsätzlich die Möglichkeit gibt, diesen Weg hier oben zu wählen. Ja, das ist wieder dieses Prinzip des Nichtdeterminismus. Also es ist eigentlich auch nur ein Hilfsmittel, um irgendwie diese Konstruktion ein bisschen einfacher zu machen. Ja? Man kann dann einen solchen Automaten überführen in einen Automaten, der halt keine Epsilon-Kanten beinhaltet. Das ist auch im Skript beschrieben. Ja, und das sind sozusagen die Themen, mit denen Sie sich jetzt im zweiten Aufgabenblatt beschäftigen sollen. Das teile ich jetzt nochmal. Hier nur noch mal so ein bisschen Formalismus, Begrifflichkeiten.
Hier sollen sie jeweils einfache Automaten konstruieren. Ja, hier für eine endliche Sprache, für irgendeine Sprache, die 1,0 enthält, das weder 0,0 noch 1,1 enthält, wo die Zeichenanzahl ungerade ist. Das meint hier Betrag, meint Wortlänge. Hatten wir ja schon. Oder die Menge der Wörter, die mit A anfangen, mit A enden. Genau. Ja, auch einige Aufgaben. Hier nochmal das, was ich sozusagen gerade angedeutet habe. Ja, man konstruiert einen Automat für die Sprache aller Wörter mit der Eigenschaft entweder diese Form oder diese Form oder diese Form. Hier ist immer beschrieben, wie Sie das machen können. Auch mit der Konstruktion, die ich jetzt gerade zuletzt gemacht habe. Zunächst mit Epsilon-Kanten. Dann überführen wir das in den deterministischen Automaten. Hier unten wieder so ein Kreuzworträtsel. Da ist jetzt auch die richtige Version, genau, da hatte mich ja jemand von Ihnen darauf aufmerksam gemacht, hier in L6, da fehlte ein finaler Zustand, der hier oben rechts, der muss final sein, sonst klappt das nicht mit diesem Kreuzworträtsel. Das habe ich jetzt hier korrigiert. Genau, und soweit mein kleiner Impuls zu diesen endlichen Automaten. Ich hoffe, der Einstieg dann jetzt in dieses doch eher formal trockene Darstellung, in die formal trockene Darstellung fällt damit ein klein bisschen leichter. Und ich freue mich auf Ihre Fragen. Ich stoppe auch mal die Aufzeichnung.